All random. Grüezi, miteinander bei einem neuen Kommentar vom Casebrot. Wir spielen Dota 2. Und zwar all random, das heißt, irgendein random Held wird dir zugeschrieben und ich habe Mirana gecrackt. Was natürlich jetzt ein bisschen schade ist, weil ich schon mal ein Gameplay von der hochgeladen habe. Aber da habe ich's nicht so gut hingekriegt. Und jetzt versuchen wir mal den Fehler von damals wieder gut zu machen. Ne? Also. So. All random heißt automatisch auch, jeder hat 200 Gold mehr. Was natürlich extrem geil ist. Ja, ich hoffe jetzt, dass dieser Weaver wenigstens Englisch versteht. The battle begins. At last it's time. Agreed. So. Der soll ruhig top gehen, auch wenn der andere farmen will. Das ist behindert, wenn der jetzt Mitte geht. Erstmal ist Weaver kein guter Mitheld, da er eigentlich praktisch null ganken kann. Das Einzige, was Weaver am Gank machen kann, ist unbemerkt auf die Lane kommen. So, zweitens. Habe ich mir jetzt schon mit Items gekauft. Forward, Pet. That is ours. So, ich habe Lich in der Mitte. Ein Held, der eigentlich... Ein Held... Also, wie soll ich sagen? Mit dem kann man eigentlich die Lane extrem easy... dominieren, in dem Sinn. Allerdings... finde ich es ein bisschen blöd von ihnen, dass Lich mitgeht. Weil sie haben Storm Spirit. Und Storm Spirit ist... quasi... ich weiß nicht, wenn man Storm Spirit nicht mitspielt, dann ist das ein Held, der in meinen Augen einfach zu schwach ist. Keine Ahnung. Also kein Plan, warum sie das gemacht haben, aber solange ich es nicht verkacke, kann es mir recht sein. Okay. Leap forward. For the hunt. Bis jetzt läuft es recht gut von den Last Hits her. Agreed. Was auch ziemlich blöd ist eigentlich von ihnen, Lich ist extrem squishy. Das heißt, wenn ich es einmal schaffe, eigentlich meinen Arrow zu treffen, dann ist er eigentlich wahrscheinlich schon mal tot, kann man schon fast so sagen. Of course. Okay, nice. Since you command it. Denied. Good idea. Whimper, dogs. Forward, pet. Okay, also mein Plan sieht folgendermaßen aus, jetzt erstmal farmen, bis ich das habe. So, jetzt lasse ich es mir kommen mit dem Kurier. Und sobald ich eine gute Rune kriege, werde ich mal anfangen zu ganken. Na, der war daneben.
Okay. Saving this for later. Good idea. So, nice. Das waren jetzt mehr oder weniger zwei Kills, kann man sagen, denn der Bär von Lone Reed. Wie funktioniert Lone Reed? Lone Reed hat diesen Bären und der Bär ist eigentlich quasi der Held, kann man fast sagen. Also der Bär macht Damage, der Bär ist der Tank, kann man sagen. Lone Reed ist mehr oder weniger nur so der Nebencharakter, der einfach die ganzen Buffs raushaut und so. Und wenn man den Bär tötet, dann verliert auch Lone Reed selber Leben. Folgendes ist jetzt passiert, wir haben den Bär getötet, er hat Leben verloren. Und dann konnten wir ihn halt auch noch töten. Und der Bär, der gibt ungefähr so viel Gold, wie wenn man einen normalen Kill machen würde. Also extrem, extremer Geldbonus, wenn man den schafft, killen. Okay. Attack. Also, jetzt versuche ich mal das Katapult hier zu kriegen. Okay. Good idea. So, jetzt wieder nach der Rune gucken. Unten ist eine. To the battle. Out of my way. Naja, immerhin Last Hit. So, jetzt gehe ich unten mal die Rune holen. Und guck mal, ob ich gleich wieder ganken kann. Oder vielleicht sogar Lone Reed nochmal killen kann. Wäre auch nicht schlecht. Also. Yes! Start! Ne, Lich Ult ist extrem. So, wäre Lich nicht gekommen, wäre das Ganze jetzt gut gelaufen, aber da hat er mal gut aufgepasst. Er spielt auch gut. Und ich habe jetzt keine Portrolle, das ist gar nicht geil. Your middle tower is under attack. Since you command it. Sonst hätte ich jetzt dem Kerl hier ganz klar helfen können. Leap forward. Aber er ist weggekommen. Okay. So, Lone Reed ist jetzt mitgegangen. Entweder will er jetzt pushen. Oder. Jetzt ist er genau weg. Na, ich glaub's nicht, ganz knapp. Hätte der getroffen, dann hätten wir den Bären gekriegt. Leap forward. Naja, nicht so schlimm. So. Es wäre ganz nice, wenn ich mal eine Haste oder Invis-Rune kriegen würde. Und wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, der ist dead. Aber ich versuche ihm mal zu helfen. Forward, Pet. Perfect. Starfall. To the battle. Ja, das ist nicht so erfreulich verlaufen, aber mehr konnte ich auch nicht machen. So, was ist das Nervige an Lich, den ich hier in der Mitte als Gegner habe? Lich kann mit einem Spell ein Creep quasi fressen oder so, hieß es glaube ich im Spell. Das heißt aber, das Creep eliminieren. Er kann das auch auf die eigenen machen. Das heißt, meine Lane wird damit automatisch gepusht, was natürlich nicht so geil ist. Dazu kommt noch, dass er Mana kriegt für dieses Creep.
Das heißt, er kann dann seine Nuke-Spell eigentlich ziemlich spammen. Also ist echt ein nerviger Held. Der halt normalerweise mit irgendeinem Carry gespielt wird, der farmen muss, weil wenn die Lane die ganze Zeit gepusht ist, dann kann der Carry auch easy farmen. Ist ja logisch eigentlich. So, jetzt versuche ich nochmal Lone zu finden, weil jetzt bin ich in Mist, jetzt kann ich fast nichts falsch machen. Vor allem nicht, wenn es so aussieht. Forward by balance. Such strength shall be ours. Oh. Of course. Relieved of on the plow. Zack. Nice. We ride. I silenced that annoying tongue. Das war jetzt echt geil. Jetzt haben wir wirklich besser laufen können, wäre gar nicht gegangen. Wir haben 3 Kills, wir haben alle überlebt. Sehr geil. So, jetzt warte ich mal hier. Weil wenn da jetzt zufällig einer hinpaut, können wir den vielleicht gleich nochmal killen. Ah, jetzt habe ich natürlich keine Vision mehr. Okay, ich hole mir Face Boots oder Power Treads. Ich glaube, ich hole mir Power Treads. Ich glaube, bei den Gegnern macht das mehr Sinn. Okay, ich glaube, da kommt keiner. Wieso auch immer. Und ich hole mir jetzt kurz den Anfang. On track. Yes. Stars. Cringe you cur. So, einmal auf. Such power is ours. Das ist hier wahrscheinlich Lich. Ah ne, aber Lone. Ah, Lich aber auch. Okay, aber die haben mich nicht gekriegt. Das ist gut. Suchen wir mal einen Luck Arrow. Ja. Hat nicht funktioniert. Egal. So, jetzt habe ich nicht mehr so viel Mana. Das ist natürlich nicht so geil. To the battle. As you will it. So, aber ich habe noch genug für einmal meine Combo, allerdings kann ich da nicht mehr jumpen. Your middle tower is under attack. Okay, dann gehe ich jetzt. Oh, shit. Den gehe ich doch nicht mit Defen, dann probiere ich jetzt mal hier zu helfen. Okay. Stormspirit ist da oben. Ich glaube, den kriege ich aber nicht mehr. Da müsste der jetzt echt blöd laufen. Oh lol. Einfach mal random eingetroffen. Ich wusste, dass hier einer vorbeigelaufen ist wegen den Creeps. Aber dass ich ja wirklich treffe. Hat schon ein bisschen Glück. Muss ich zugeben. Jetzt gehe ich mal nach oben, weil ich glaube, die Rune ist oben. So, dann upgrade ich kurz den Courier, weil ich habe echt genug Geld momentan. Ah, die Rune ist ja unten. On the prowl. Ja, dann kann ich nicht helfen. Die Creep Wave ist so, dass ich genau nicht schießen kann. Forward by balance. Blöd.
blöd. Okay, Moment. Was hole ich mir denn am besten? Ich glaube, ich mache mir lieber ein Deso. Anstatt ein Mentor-Style oder so. Okay. We ride. Of course. Run like the dogs you are. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil wenn ich gestunt werde, dann bin ich halt auch down wahrscheinlich. Ja, dann ist nicht so der Tank hier, aber sollte schon gehen. Okay. Jetzt haben wir keine Wards mehr für die Runen, das ist nicht so geil. Jetzt muss ich auf gut Glück. So, hier weggejumpt. Läuft alles ziemlich gut bis jetzt. Also jetzt gehe ich kurz nach unten. Weil ich da vielleicht die Rune finde. So, und jetzt habe ich mein Ultimate, welches ein extrem geiler Save und auch ein extrem geiler Initiate sein kann. So, mein Ultimate macht nämlich, dass alle auf der Map unsichtbar werden, bis sie halt einen Spell oder so benutzen und dann hat, dann geht es glaube ich irgendwie 3 Sekunden oder so nach dem Spell, dann werden sie wieder unsichtbar. Also ist echt geil. Extrem starkes Ultimate. Zack und down. Jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich uns alle unsichtbar hier. Oh nee. Oh, das war schlecht. Boah, Alter. Also das war also viel knapper, weil es nicht mehr gegangen. Wie viel HP hat er noch? 100, nicht mal. Das war jetzt nicht schlecht. Also dann würde ich sagen, wenn das Spiel weitergeht, dann hören wir uns wieder. Bis gleich. So. Silencer hat einen Disconnect gehabt, die haben ganz knapp noch gerettet. Das war jetzt echt nicht schlecht, dass das hingehauen hat. Und er ist wieder reinconnected. Gut. Also. Es läuft bisher ziemlich gut, würde ich sagen. Meine Stats sind ziemlich akzeptabel. 3-1-8 sind ziemlich gute Stats eigentlich. Und das geile Silencer hat übelst die 8-2 ist. Tja, nach 17 Minuten ist 8-2 echt nie schlecht, sag ich mal so. Und Silencer kann echt heftig werden. Also echt geil. Oh shit, wie schlecht. Und gar nicht gut. Ja, das war jetzt Fail. Eindeutig. Good idea. Forward by bounds. Schade. The enemy's top tower has been denied.
not ready. Okay, dann pushen wir einfach den Tower, würde ich sagen. Get her while you can. Your bottom tower is under attack. Since you command, ja. The enemy's middle tower has fallen. Oh, Didi. Your bottom tower is under attack. So, und jetzt denke ich. To the battle. Gucke ich einfach mal, ob ich hier irgendwen upgreifen kann. Lich war hier gerade noch. Vielleicht kommt der hier durch. Nö. Nö, sieht nicht so aus. Schade. Aber nicht so schlimm. Leap forward. As you will it. Shadow, take us. Zip. Forward, pet. Oh. Perfect. Okay, jetzt müssen wir aufpassen wegen Lich Ult. Yes. My main down. Will I do? Stop. Rain down on my enemy. Ja, ich wollte dich Slada treffen, aber okay. So geht's natürlich auch. Habe ich getroffen. Und... ja, nice. Ich glaube, der hat ihn noch. Yes. Your mind flows to me. Sehr nice. On track. Zap. Here I am. Perfect. On the prowl. Leap forward. Okay, alles klar. So, ich habe meinen Desolator gleich. Das ist gleich. Noch 400 Gold. Das kriege ich mit dem Tower wahrscheinlich. Naja, nicht ganz, aber jetzt. Alles klar. So, dann gehe ich jetzt mal unten, versuche unten irgendwie Laundry abzufangen. So. Und jetzt gucken wir mal. Ja, den kriegen wir. I'll save this for later. Nice. So, heute treffe ich besser mit meinen Arrows. Echt geil. Also. Dann pushen wir jetzt noch Bot. Dann haben wir alle T1 Tower, sprich alle ersten Tower. Und dann, was machen wir dann? Dann geht's halt an die Base. Moment, ich hol mir noch eine TP. Für den Notfall. Das ist halt auch geil mit Mirana. Man kann einfach zum Beispiel in die Bäume reinjumpen und sich wegporten. Das sind übrigens so diese Taktiken, die ich in Dota geiler finde. Also jetzt zum Beispiel in LoL. Der Grund, warum ich eigentlich Dota lieber spiele wie LoL. Weil Dota einfach irgendwie viel komplexer und vielseitiger sein kann. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht was Schlechtes gegen LoL, sondern das ist einfach mal so. Das ist wie wenn man zum Beispiel sagt, COD ist quasi genauso komplex wie Counter-Strike oder so. Das ist auch völliger Quatsch, das ist einfach mal logisch, dass das nicht so ist. Das machen wir uns unsichtbar, um die da abfangen zu können.
To the battle. Starfall. Und bumm. Yes. Na, schade. Ja, das ist auch geil am Ulti. Man kann es zum Escapen benutzen, man kann es zum Initiaten benutzen. Auch im Teamfight selber ist echt nervig für die Gegner. Das ist echt ein übelst starkes Ulti. So, was hole ich mir als nächstes? Ich glaube, ich hole mir noch ein... Ah ne, warte, das geht, glaube ich. Doch, das geht. Sollte gehen. So, Berg kurz killen hier. Oder vielleicht auch nicht. Schade. Hätte der getroffen, wäre er down gewesen. Bin mir gerade am überlegen, ob ich nicht... Ich glaube, ich hole mir Linkens. Links wäre nicht schlecht. Boah, nice. Nice, nice, nice. Ja, der ist schon mal fail. Aber nicht so schlimm. Ja, ich habe leider keinen Arrow mehr. Ja, nur ruhig. So, dann machen wir mal den Tower hier, oder? Sondern ich hole mir, glaube ich, wirklich lieber Linkens, weil Damage mache ich ja genug. Da hole ich mir jetzt noch was, dass ich nicht so einfach verrecke. Dann kriegen die mich nämlich gar nicht mehr down. Haben wir schon ziemlich Schaden. The enemy's middle tower has fallen. Gut, der ist down und jetzt gehe ich kurz back. Okay. So, dann was hole ich mir am besten? Ich glaube, ich hole mir die Items aus dem Secret Shop. Also, aber das Game ist sowieso gelaufen. Das war ein extrem deftiges Ownage Game, kann man das nennen. 25 Minuten Sieg schon fast. So, dann hole ich mir jetzt kurz. Hier ein Teil von dem Item, das man nur im Secret Shop kriegt, weil das halt am mühsamsten zum Kriegen. Dann hole ich mir jetzt das. So. Und mal gucken, ob ich das Item noch zusammenkriege. Aber ich glaube, die Runde ist vorher zu Ende. So, jetzt machen wir mal auf dem Weg hier, nochmal nach vorne. Okay. Wird das abgebrochen durch die Ohren? Nee. Okay, gut. Nice. So, jetzt kriege ich sogar mein Item noch. Juhu! So, wäre das Linkens gewesen, das würde machen, dass wenn jemand einen Spell auf mich einsetzt, dass der abgebrochen, also dass der wie abgewehrt wird. Echt starkes Item. Gut, das war's. Die Runde geht aus mit
7-1-16 für mich und der Geist im Game von den Stats her war Silencer mit 16-2-10. Dann würde ich sagen, Leute, hoffe ich, es hat euch gefallen und jo, dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dann. Our victory was written in the stars.